Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kraftwerkserie. Jawohl, es gibt eine Nachtragsfolge, weil ich habe Fragen bekommen noch dazu, zu einem Thema, das irgendwie noch so gar nicht in der Serie so richtig vorgekommen ist, jedenfalls nicht vertieft. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dass wir eine Nachtragsfolge machen. Wäre jetzt also somit die Folge Nummer 38, die ihr heute Morgen seht. Und ich kann euch versprechen, es hat in sich. Also, Nachtragsfolge 38, da geht es um das Galater 3.3 Problem. Und dieses Galater 3.3 Problem, das lautet im Wortlaut in der Schlachter Übersetzung: Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Ist natürlich ein schwieriger Text. Einige haben wahrscheinlich da längst abgehakt, gesagt, ja, da kenne ich mich sowieso nicht mit aus. Aber ich glaube, dieses, was dort steht, hat eine Relevanz für uns alle. Hat Relevanz für jeden Christen, hat Relevanz für jeden, der mit Jesus unterwegs sein will. Es hat hohe Bedeutung. Und wir sollten uns diesen Vers wirklich immer wieder vor Augen halten. Hey Leute, wir haben da ein Galater 3.3 Problem. Bis heute. Bis heute haben Christen, die mit Jesus unterwegs sein wollen, immer wieder an der Stelle ein Problem und hängen ab. Gerade in unseren Tagen. Also, die Anklage von Paulus, diese herbe Anklage, die lautet: Seid ihr unverständig? Also habt ihr es nicht kapiert? Habt ihr nicht endlich jetzt mal den Hirnkasten angestellt? Im Geist wollt ihr beginnen oder habt ihr begonnen und im Fleisch, also in der eigenen Kraft, wollt ihr es vollenden. Und das ist das, was ich genau bei ganz vielen Christen beobachte, dass sie Gottes Leitung suchen, Gottes Ratschlag suchen, dass sie im Geist beginnen, dass sie ganz konkrete Hilfestellung für ihr Leben, für ihren Alltag suchen. Und das ist gut. Sie suchen prophetische Eindrücke, sie suchen Träume, sie brauchen vielleicht Auslegung und Hilfestellung dabei, aber das ist super. Das ist genau richtig, weil Gott ja auf dieser Ebene auch mit uns kommuniziert. Aber dann wird oft die Umsetzung aus der eigenen Kraft gemacht. Dann wird ganz oft dann halt selber in die Hände gespuckt und jetzt setzen wir es um. Gott hat uns ja gesagt, also können wir umsetzen. Nein. Genau das ist nämlich der Haken. Wie oft passiert es, dass Gott eigentlich umsetzen möchte und wir müssen einfach still sein? Aber wir sind so im Zeug, dass wir diejenigen sind, die unsere Zukunft in der Hand haben, die dafür sorgen müssen, dass alles richtig kommt, dass wir halt die Typen dafür sind, in die Hände zu spucken und jetzt machen wir. Wir brauchen ja schließlich Gottes Ratschlag nur dafür, dass wir wissen, in welche Richtung es geht. Dabei ist es eigentlich anders gedacht. Der Geist will uns anzeigen, wohin es geht und will uns dann klären auch mit uns, wie die Umsetzung geschieht, welches der Anteil ist, den Gott macht und welches der Anteil ist, den wir machen sollen. Und da hakt es bei vielen dann ganz konkret, dass sie da nicht mehr richtig hinhören, sondern einfach loslegen. Und ich glaube, da kommt dann auch viel Schaden da hinein. Und so gilt dieses Galater 3.3, im Geist beginnen, im eigenen Fleisch vollenden, als Problem für heute bis uns. Nein, als Problem für uns alle bis heute ist es ein Christenproblem. Impulse aufnehmen, Impulse von Gott bekommen und dann selber umsetzen. Dabei hat es Gott eigentlich anders gedacht. Er möchte mit uns zusammen uns da an die Hand nehmen und zeigen, welches ist unser Anteil, was sollen wir machen, und dann geht's erst los. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele erzählen, vielleicht um es zu verdeutlichen, wo das Problem ist. Vor längerer Zeit kam ein junger Mann zu mir und sagte: Mensch Frank, ich brauche ein prophetisches Wort von dir. Ohne dass ich dir aber sage, um was es geht, weil sonst wärst du voreingenommen. Ich sage, ist okay, ich melde mich bei dir. Und dann bekam ich ein Bild oder einen Gebetseindruck zu ihm, wo ich ihn gesehen habe mit einem fahrenden LKW, so ein
zwei Züger, so eine Zugmaschine und Anhänger. Und er saß am Steuerrad, am Fenster, so ganz entspannt, lächelte glücklich und hatte so den Arm aus dem Fenster hängen. Und das habe ich ihm dann gesagt. Mensch, guck mal, das ist das, was ich gesehen habe. Mensch, sagt er, klasse, das war genau die Antwort auf meine Frage, weil meine Frage lautete, soll ich jetzt umziehen an den neuen Arbeitsort, dahin, wo ich meine, dass meine Zukunft mich führt, oder nicht? Er sagte, das war jetzt der Impuls, den ich brauche, spuckte in die Hände, bestellte sich den Umzugs-LKW und machte los. Da wurde gar nicht mehr gefragt, Herr, ja, aber wie soll es geschehen? Willst du mir die Wohnung zeigen? Willst du irgendwas anderes noch dann machen? Nein, einfach in die Hände spucken, losmachen. Und so funktionieren wir Menschen. Wir funktionieren heute so. Wir wollen von Gott die Wegleitung haben, aber es selber umsetzen können. Weil es liegt in unserem Wesen als Mensch. Wir wollen machen. Wir wollen initiativ sein. Ein Großteil der Menschen, wenn sie gesund sind, wollen das. Weil es ist in uns angelegt. Es ist in uns angelegt. Wir haben es so schwer damit, wenn Gott zum Beispiel jetzt dem jungen Mann gesagt hätte, ja, das wird dein Weg, aber warte, ich zeige dir noch exakt, wo du auch wohnen sollst. Das wäre eine Riesenherausforderung dann geworden, weil dann hätte er ja warten müssen auf das, was Gott dann weiterhin sagt und tut. Und da liegt das Galater 3,3 Problem. Wir beginnen im Geist und enden im Fleisch. Und wie man das als Lebensstil entwickelt, das erzähle ich dann nochmal in einer Extra-Folge, weil es sonst einfach zu lang würde. Also, für heute langt's. Ich wünsche euch alles Gute, seid herzlich gesegnet und versucht, im Geist zu beginnen und im Geist zu enden. Denn darum geht's letztlich. Ciao, euer Frank.